Ja, moin, hier ist wieder euer Bent von Bents Hannover. Und es hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Und das und auch der Grund, warum ich jetzt hier gerade auf dem Fußboden sitze, das erzähle ich euch nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, was ist passiert seit dem letzten Video? Das eine ist, ich hatte Geburtstag und da hatte ich ganz großes Glück und bin von vielen Leuten total nett bedacht worden, was dazu geführt hat, dass ich ne, unter anderem Entschaltmodule investieren konnte und auch in Makroempfänger für meinen Schattenbahnhof. Und das ist natürlich jetzt auch der Grund, warum ich gerade unter der Anlage sitze, weil ich die letzten Wochen einfach jede Menge Kabel gezogen habe, um die ganzen Weichen anzuschließen, um sie dann anschließend auch digital ansteuern zu können. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, das eine ist mein Kopfbahnhof, der ja eine ziemlich lange Weichenstraße hat, die sich ja bis hier hinten in den Wendel reinzieht, um sozusagen aus der zweigleisigen Strecke, die den Wendel hochkommt, einmal in die Kehrschleife zu gehen und zum anderen als Abzweig in den Hauptbahnhof. Und das sind natürlich schon einige Weichen, die ich da verbaut habe. Und da war mir von Anfang an klar, dass ich die digital schalten möchte und nicht erst manuell. Und von daher hat jetzt die Einfahrt und der Kopfbahnhof, die haben jetzt zwei Schaltmodule erhalten, die unter der Platte sind und somit kann ich jetzt die ganzen Weichen alle digital schalten. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Das ist jetzt eines der beiden Schaltmodule. Das ist jetzt das, das dichter am Kopfbahnhof dran ist, also an den Bahnhofsgleisen. Und da habe ich jetzt auch noch einige Anschlüsse dran frei, so dass ich jetzt schon alle Weichen schalten kann. Aber über die restlichen Eingänge, die das Schaltmodul hat, die kann ich problemlos auch als Signaleingänge benutzen, so dass ich damit dann auch schon wieder einen Großteil der Signale im Bahnhofsbereich schalten kann. So, nun befinden wir uns unter dem Schattenbahnhof und auch hier ist am Ende ein weiteres Schaltmodul hinzugekommen, mit dem ich jetzt endlich den Ausgang des Schattenbahnhofes auch schalten kann. Und ansonsten sieht man hier noch die Reihe an Makroempfängern, die den Schattenbahnhof steuern. Das heißt, darüber werden bei mir für den Schattenbahnhof die Züge erkannt und automatisch in den Schattenbahnhof gefahren und entsprechend auf die Gleise aufgeteilt und geparkt, so dass ich diese dann problemlos auch wieder abrufen kann. Ja, das ist das, was ich einfach so die letzten Wochen gemacht habe. Jede Menge Kabel ziehen, die ganzen Anschlüsse machen und natürlich auch jederzeit mal darauf achten, dass die ganzen Kabel vernünftig verlegt sind, um einfach Fehlern und Kurzschlüssen und sowas vorzubeugen. Und dann nicht zu verachten, auch die ganze Programmierarbeit, dass wirklich alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Anschließend natürlich die ganzen Testfahrten, die ich gemacht habe. Und ja, bin jetzt eigentlich ganz zufrieden damit, so wie es jetzt funktioniert und läuft. Und dann wird jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr um den Landschaftsbau gehen. Auch hier habe ich noch ein, zwei Sachen gemacht oder schon mal angefangen. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Und im Anschluss lasse ich nochmal ein paar Züge fahren. Auch das habe ich mal versucht und habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach, gescheite Zugfahrten aufzunehmen.
Ja, das Einzige, was jetzt so landschaftstechnisch passiert ist, ist, ich habe Zäune gebaut. Und zum einen hier ein Zaun, der jetzt den Fahrradständer beim Bahnhof ein bisschen vom Fußweg abgrenzt. Und zum anderen habe ich jetzt auf der anderen Seite, ne, der geht jetzt ja in die Mauer über, dann war ja hier der Busbahnhof. Und das ist ja im Prinzip jetzt das Areal, wo ich gesagt habe, da möchte ich so ein bisschen noch eventuell so ein, zwei Holzbaracken hinstellen, so ein bisschen als Lager, vielleicht noch ein paar Gleise, Stapel mit Schwellen oder sowas, so ein bisschen als Lagerfläche der Bahnarbeiter oder sowas. In der Art habe ich mir das gedacht. Genau, das ist noch passiert. Und ich habe hier hinten noch eine Mauer hingestellt. Die braucht jetzt noch ein bisschen Farbe. Und ansonsten war das halt so gedacht, dass das eine Mauer ist, die halt noch stehen geblieben ist. Eigentlich war es mal ein Gebäude. Die Dachbalken sind auch noch da, aber ansonsten ist es halt überwuchert mit Brombeerranken und Gebüsch daneben. Genau. Das war so der Gedanke daran bei. Ja, das war es jetzt auch schon wieder von dem kleinen Update. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, oder schreibt einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vor allen Dingen würde mich interessieren, wie euch die Zugfahrten gefallen haben, beziehungsweise was ich da noch verbessern kann. Und wenn ihr natürlich jetzt mehr von mir sehen wollt und wie es weitergeht, dann lasst doch einfach ein Abo da und denkt einfach dran, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr informiert, wenn es hier was Neues gibt bei Benz Hannover.